12. Date, 13.12.2021. Schauen wir uns mal die Woche an, die doch ganz schön extrem ist. Also, es kommen wirklich sehr, sehr viele Nachrichten. Wir schauen uns auch nur ein paar an und selbst die paar sind schon so viele Nachrichten. Also lasst euch irgendwie bitte nicht wundern jetzt, dass wir auch einiges überspringen und dass da doch einiges drin ist. Es ist echt wirklich sehr, sehr viel los. Und ja, fangen wir doch einfach direkt mal an. Also, Nachrichten für Dienstag. Ihr merkt schon, den Montag habe ich ausgelassen. Und hier, Nachrichten für Dienstag. Wir haben erstmal die PPIs. Und interessant ist natürlich hier, ob die Inflation für die Produzenten, ob diese weitergereicht wird oder nicht. Ja, das sehe ich jetzt erst einmal nicht in diesen Zahlen. Man kann es natürlich ein Stück weiter ahnen, je nachdem, was denn da rauskommt. Als Beispiel, hier wird erwartet 0,5. Stellt euch vor, es würde hier 1,0 rauskommen. Da ist es natürlich schon mal ein Ticken höher. Und wir könnten sagen, vielleicht müssen die irgendwann diese Zinsen auch mal mit weitergeben. Also, sorry, die Zinsen, die Inflation irgendwie mit weitergeben. Weil wenn wir natürlich eine stärkere Inflation für die Produzenten haben, müssen sie irgendwann zwangsläufig es weitergeben, weil sonst funktioniert das ganze Business nicht mehr und das frisst die Marge auf und irgendwann sind sie gezwungen, das einfach zu tun. Also sprich, irgendwann schlägt sich das in den CPIs, also sprich in den Consumer Price Index, also für die Verbraucherinflation nieder. Und das ist etwas, wo ich halt drauf schauen will. Sprich, da will ich einfach nur sehen, ist denn die Abweichung groß genug oder nicht. Ja, okay, ansonsten habe ich hier noch ganz kurz aufgenommen, ohne groß was dazu sagen. Passt auf, wer in New Zealand unterwegs ist, hier spricht der Governor. Ja, also schaut es euch an. Von der RBNC natürlich. Okay, Mittwoch. Mittwoch ist schon ein Tag, wo einiges mehr los ist. Und wir sehen hier mehrere Daten für das Pfund. Und es sind auch Inflationsdaten. Einmal PPI, das gleiche, was wir eben beim Dollar hatten, aber auch CPI-Daten. Und da wir eh nochmal zur Bank of England zu sprechen kommen, also nochmal auf das Pfund zu sprechen kommen, auch am Donnerstag, also sprich am Tag Donnerstag, was wir gleich uns anschauen werden, werden wir das jetzt kurz überspringen und behalten uns einfach nur mal hier, es soll steigen. Die Erwartung ist steigend, was ja eher für eine Zinsanhebung spricht. Okay. Dann nehmen wir weiter noch am Mittwoch die Retail Sales. Auch das sind natürlich wichtige Daten für den US-Dollar. Und wir sehen Empire State Manufacturing Index, was auch wichtig ist. Allerdings hier würde ich eher schauen, wie sieht es denn aus beim US-Konsument? Ist denn der US-Konsument eher positiv geneigt oder negativ geneigt? Also sind sie eher dafür, ja, wir sehen gar keine großen Probleme, wir kaufen gerne ein, wir geben unser Geld aus, weil wir fühlen uns wohl. Oder ist der US-Konsument so, sagt, jetzt was ausgeben? Nee, nee, come on. Also ich will lieber ein bisschen Geld sparen, weil ich weiß nicht, was passiert. Ja, Geld sparen und ein Amerikaner, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ihr versteht schon die Ironie. Genau, aber wir kommen auch gleich zur Fed, weil jetzt am Mittwoch haben wir was? Ja, FOMC-Meeting, also sprich, die Meetings sind ja Montag bis Dienstag und am Mittwoch kriegen wir das dementsprechend repräsentiert. Und da geht es natürlich. Also das sind natürlich die wichtigen Nachrichten, die sehr, sehr, sehr wichtigen Nachrichten für diese Woche. Und da ist natürlich einiges los. Und dementsprechend ist die Frage, ob denn das hier überhaupt noch die Märkte richtig bewegt oder ob alle eher warten hier zur Fed, was denn da passiert um 8 Uhr und ganz besonders 8:30 Uhr, wo die Forward Guidance besprochen wird. Also, die Geldpolitik erst einmal, was soweit klar ist für uns alle, jedenfalls die, die den Kanal hier sich anschauen, die wissen, aha, Tapering sollte ja ein Ding sein. Und wahrscheinlich ist, also das wird schon erwartet, dass die Rückführung der Konjunkturprogramme, also sprich Tapering, eingeleitet wird. Das bedeutet, wenn ich die ganze Zeit 80 Milliarden drucke, dann drucke ich jetzt halt anstatt 80 Milliarden nur noch ein Fraction da davon, also irgendein Teil da davon. Das heißt, ich nehme das Gelddrucken zurück, aber das ist nicht ausgeschaltet, sondern ich nehme es nur zurück und tapere nicht mehr, sorry, und gebe nicht mehr so viel Geld rein, sondern weniger. Stellt euch vor, wie das Taschengeld ist, einfach nur weniger wird, ihr kriegt einfach weniger davon. Und das ist erstmal das, was sowieso erwartet wird, weil wir haben natürlich die Verbraucherpreise, also Verbraucherinflation ist auf 3 Dekaden hoch. Das ist extremst, wenn wir sehen, dass die Inflation so hoch ist wie 1982. Ja, das ist enorm. Also hier geht es richtig vorwärts, ne? Und dementsprechend natürlich muss die Fed langsam mal reagieren. Bin aber auch gespannt, was natürlich irgendwie das ganze Lockdown-Gespräche, was da vielleicht auf uns zukommt, wie das sich wieder auswirkt. Ich bin echt gespannt, aber nichtsdestotrotz, das wird erstmal von der Fed erwartet, weil aber auch die Arbeitsmarktdaten Verbesserungen zeigen. Also auch das, die Fed muss ja irgendwie ihre Mandate erfüllen. Das ist Arbeitsmarktdaten, da müssen sie schauen, dass es gut läuft. Ne? Das ist ein Ziel. Und hauptsächlich ist es die Preisstabilität. So, die Arbeitsmarktdaten werden besser.
Und das hier läuft aus dem Ruder. Die Fett muss langsam mal irgendwie in die Bewegung kommen. Sie muss mal was machen. So, das wird erwartet. Ich gehe auch stark davon aus, dass es irgendwie hinkommt, dass hier das Tapering natürlich weiter vorangetrieben wird, so wie es auch schon gesagt wurde vor 2 Wochen beim Testify von Paul. Wichtig hier, was wird die Forward Guidance sagen? Also was will die Fed in der Zukunft tun? Wie schnell will sie was gemacht haben? Das wird sehr wichtig sein. Das ist jetzt nicht in irgendeine Zahl, die wir hier reinpressen können, also keine Zahl auf dem Wirtschaftskalender hier, die wir sehen können, sondern hier geht es darum, hier muss man einfach sich mal Paul anhören. Was wird er denn sagen bei der Pressekonferenz? Also was wird die Forward Guidance der Fed sein? Was wollen sie tun? Bis wann wollen sie es erreicht haben? Das wird sehr wahrscheinlich die Märkte dominieren in der nächsten Zeit. Okay, zum Schluss habe ich hier nochmal kurz aufgenommen für die New Zealand Trader. Hier kommt GDP. Das ist natürlich zu einer Uhrzeit, 10:45 Uhr, wo ich nicht mehr handeln werde. Und es ist interessant, es wird hier negativ erwartet. Und was ich machen möchte, ich möchte schauen, ob ich Liquidität verkaufen kann. Also sprich, den New Zealand verkaufen kann. Allerdings, wann? Richtig, erst wenn die nächste EU-Session kommt. Und die kommt natürlich dann am nächsten Tag. Das heißt also tatsächlich, egal was da rauskommt, ich warte, was wird dann am nächsten Tag passieren, weil das ist letztendlich ein typisches Spiel, was oft gespielt wird, wenn die Nachrichten nachts kommen, dass die EU-Session nochmal für sich manipuliert, um auch dabei zu sein. Genau, deswegen kein Stress, dass dies hier um diese Uhrzeit passiert. Wir könnten sehr wahrscheinlich trotzdem noch eine Möglichkeit bekommen. Das ist immerhin, wo ich drauf aufpassen möchte und was ich mir anschauen will. Das Gleiche habe ich natürlich auch irgendwo hier für diese Nachrichten, die kommen auch nachts raus. Das ist jetzt zwar Donnerstag nachts, aber es ist ja immer noch in der Zeit, wo ich schlafen werde, bis ich aufstehe. Und vielleicht gibt es ja auch da gewissermaßen irgendetwas, was ich tun kann in der EU-Session. Und hier sind die Arbeitsmarktdaten. Und für mich wird es interessant, werden die denn die RBA unterstützen? Die hatten wir jetzt erst gehabt, die RBA, also das Statement von denen. Und jetzt geht es darum, wie ist denn die Qualität dieser Arbeitsmarktdaten? Sind die gut oder sind die eher schlecht? Und ja, wenn die eher eine gute Qualität, also zeigen, also sprich, wenn sie die RBA unterstützen, dann würde ich eher auf einen Long im Aussie suchen. Okay, dann übrigens Donnerstag. Wir haben super viele Nachrichten. Das ist enorm. Das ist generell eine Woche, wo man, wenn man nicht wirklich mit Sentiment und Makro vertraut ist, sollte man vielleicht besser außen vor bleiben, einfach nur schauen und die Show genießen. Okay, aber egal. Schauen wir weiter. Wir haben hier PMIs. Wir haben noch viel mehr PMIs. Deswegen lassen wir es mal ganz kurz und springen direkt weiter, weil, ja. Es kommen da noch einige PMIs am Donnerstag, wo generell viele Nachrichten sind. Okay, 2 von 4 für Donnerstag. Hier geht es schon los. Zentralbank, Schweizer Franken. Also, sorry, die SNB, ne? Die Swiss National Bank. Die kommt und macht wieder Geldpolitik. Pff, großartig, das würde ich jetzt nicht erwarten. Das ist schon jahrelang ziemlich pretty standard, was die da machen. Aber trotzdem bin ich natürlich gespannt, was die wieder bei sich in Report reinschreiben und in ihrem Statement reinschreiben, was denn sie als Risiko sehen. Wahrscheinlich wird da auch irgendwas wieder mit Omikron drin sein. Ich bin gespannt. Weiter geht's mit den Euro-PMIs, also weiterhin PMIs. Und das wird natürlich auch etwas Wichtiges sein. Allerdings haben wir hier Donnerstag. Donnerstag, was kommt hier? Ja, auch die EZB kommt noch an diesem Donnerstag. Super. Das heißt, die Daten kann ich wohl einfach erstmal vergessen, sondern ich muss warten, was eher die EZB macht. Weil wer möchte handeln, bevor eine ganz, ganz wichtige Nachricht kommt? Die meisten warten. Okay, da haben wir die Schweizer Pressekonferenz. Natürlich ist es auch wiederum wichtig, um zu wissen, was los ist. Und wir haben wieder noch ein paar PMIs, wohin wir hier auch Pfund-PMIs haben. Gut. Auch interessant, die Pfund-PMI ist natürlich, was hier passiert, aber wir haben die Bank of England. Richtig, die haben wir auch noch am Donnerstag. Das heißt also, hier ist echt einiges los und dementsprechend springen wir gleich mal weiter und schauen, was kommt. Und ich habe es hier schon gesagt, es ist fast egal, ob die PMIs eine Abkühlung oder einen Aufschwung zeigen, wenn es sich im Rahmen hält, also wirklich, wenn es sich im Rahmen hält, weil wir haben die Zentralbanken. Okay, hier sehen wir es, 13 Uhr, Pound, hier kommt die Zentralbank. Und hier ist ganz, ganz interessant, was wir hier sehen. Wir haben erst einmal die Erwartungen, was wir hier sehen, und dann die Erwartungen, was wir hier sehen. Super toll, ich meine, es ist erstmal gleich geblieben zu vorher, ne, was wir hier haben. Aber interessanterweise, wir haben hier 3 Stück, die was sehen, nach wie vor natürlich, was sie sehen, ist eher eine lockere Geldpolitik. Und hier haben wir 2 Stück, die eher sagen, lass doch lieber mal ein bisschen anziehen, das Ganze. Und das ist natürlich ein Unterschied. Das hier ist im Asset-Programm. Also sprich, im Gelddruckprogramm reden wir mal ganz plump. Und das hier sind natürlich die Zinsen, ne, das Zinsprogramm. Und das ist halt ganz, ganz interessant, dass die ein bisschen ein Stück weit auseinanderlaufen.
und dass sie hier einen Ticken anders da denken. Also das ist ganz, ganz toll. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ne? Also bitte nicht verwundern. Okay, dann nehmen wir weiterhin die EZB, die noch an der Reihe ist, um 13:45 Uhr, ganz gewohnt natürlich, mit der Pressekonferenz, die dann auch noch im Nachgang kommt. Und da wird jetzt nichts Großartiges erwartet. Zu UK. Das hatte ich auch schon letzte Woche irgendwo besprochen. Und da haben wir natürlich irgendwie die Omikron-Variante, die ja da üben, doch schon, ja, ich sag mal, es geht ein bisschen rund bei denen da üben mit Corona. Und das ist nicht das Einzige, was sie da üben haben. Die haben immer noch irgendwo den Brexit, der noch nicht so richtig gelöst ist. Und natürlich jetzt auch noch politische Tumulte, wo natürlich auch fraglich ist, was passiert denn mit Johnson? Also sprich, welche starke Unterstützung wird er denn haben? Also auch hier geht es einigermaßen vorwärts in UK, bei den Engländern. Und so haben wir natürlich auch noch diese Nachricht, die mit noch drauf drückt. Also ich gehe stark davon aus, dass die Bank of England wahrscheinlich nochmal schauen wird, was passiert. Es kommt aber auch ein bisschen auf die ganzen Inflationsdaten drauf an, was denn da passiert, wenn die komplett ausrasten. Also es ist echt eine schwierige Entscheidung, was die Engländer haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier rauskommt. Ich werde tatsächlich erst danach irgendetwas eingehen, weil es ist einfach kritisch. Wir haben eine Inflation, die wegläuft. Wir haben aber auch genauso gut Probleme, wo wir eher stimulieren müssten. Und es wird keine leichte Entscheidung sein. Also ich bin gespannt, was sie tun werden. Ich gehe aber eher von einer Stimulation aus, als dass sie irgendwie anfangen, da die Inflation zu bekämpfen. Okay, weiterhin geht es Donnerstag, die Pressekonferenz, die ich eben gesagt habe, der EZB. Auch da ist es wieder wichtig, besonders die Forward Guidance, was da los ist. Aber ich kann mir irgendwie nichts Großartiges vorstellen, weil weiterhin die ganzen Zentralbankreden der Fed, die ganze Zeit so rauskamen, sind eher dafür, dass sie sagen, die Inflation ist nur vorübergehend, sie ist nicht dauerhaft. Und das wurde die ganze Zeit bestätigt und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt was anderes rauskommt und es wird auch nichts Großartiges erwartet für die EZB. Deswegen denke ich, dass es noch eher das Unspektakulärste sein wird diese Woche an Zentralbanken, was wir hier haben. Abgesehen natürlich von den ganz kleineren, die sowieso fast keiner beachtet, außer man handelt halt einfach etwas bei diesen Ländern. Aber von den größeren würde ich sagen, ist es recht unspektakulär. Genauso wie es wahrscheinlich die Bank of Japan sein wird. Ja, die kommt auch noch am Freitag. Und wie es halt auch die SNB wird, also die Swiss National Bank. Okay. Genau, dann. Ganz interessant ist das hier. Wir hatten ja schon das FED-Meeting am Mittwoch. Ja, ich weiß, jetzt ist Montag, aber wenn wir Donnerstag haben, hatten wir das schon FED-Meeting am Mittwoch. Können wir, das ist nämlich die Frage, können wir von diesem FED-Meeting jetzt schon etwas herauslesen, wo wir wissen, dass vielleicht gewisse Zahlen wichtig sein werden, die wir nutzen können, um dann zu handeln? Das ist die Frage. Also denkt daran, wenn ihr am Donnerstag handeln wollt, könnt ihr vielleicht hier schon gewisse Zahlen nutzen für euch, die dann vielleicht die FED wieder bestätigt oder nicht bestätigt. Und das wäre dann ein eventueller Trade, den ihr gefunden habt. Ne? Nur mal so als kleiner Tipp, schaut einfach mal drauf. Natürlich kommt es hier auch drauf an, was haben wir für Abweichungen. Also das sind so Möglichkeiten, die man sich mal überlegen kann, die man sich anschauen kann, weil wir haben ja die FED einen Tag vorher. Und das ist halt ganz, ganz interessant. Okay. Dann, was haben wir weiterhin? Weiterhin haben wir jetzt noch freitags. Die habe ich gar nicht mehr viel dazu gesagt, weil was soll jetzt noch großartig sein? Das war ja schon alles voll. Hier ist die Bank of Japan. Ja, wir haben hier noch die Bank of Japan. Und natürlich ist die wichtig, aber große Erwartungen darf man hier nicht erwarten, weil die Inflation, die ist jetzt nicht so wirklich da, wie man denkt. Und ansonsten ist da einfach nicht so viel. Und erwartet wird nichts Großartiges. Also ich würde sagen, Bank of Japan ist auch eher langweilig. Und nach dieser Hammerwoche will ich freitags eigentlich gar nichts mehr vom Markt sehen, weil ich werde so viel lesen müssen, ich werde mich so viel mit dem Markt beschäftigen müssen, nur um up to date zu sein, dass ich wohl am Freitag sagen werde, okay, gib mir noch euer Statement, das lese ich durch, und dann werde ich wahrscheinlich aufhören und fertig. Aber für all die anderen, die sagen, hey, sie haben vielleicht noch Lust, könnte natürlich auch das hier, der German Eye for Business Climate, eventuell etwas sein, weil wir hatten einen Tag vorher, am Donnerstag, das EZB-Meeting und vielleicht finden wir hier gewisse Informationen, die wir wieder nutzen können. Ja, eine Möglichkeit ist einfach wieder da, weil wir sind ja Daytrader. Und als Daytrader kann man natürlich hingehen und kann die kleinsten Schwankungen ausnutzen, wenn man weiß, wie. Sprich, wenn man technisch das umsetzen kann, mit kleinen Stops zu arbeiten, damit ich sehr, sehr wenig riskiere und dennoch eine gewisse Chance herausnehmen kann. Also sprich, das Chancen-Risiko-Verhältnis muss einfach passen. Und wenn man das dementsprechend umsetzt, dann lohnen sich natürlich auch gewissermaßen Zahlen, die gar nicht so viel
Bewegung bringen, aber man kann sie nutzen. So, genau. Und wer das einfach erlernen möchte, der geht gerne auf unsere Homepage, ne, hier auf die mada-trading.com, geht dann auf Termin vereinbaren. Keine Angst, ist unverbindlich, das kostet nichts. Macht hier ein Erstgespräch mit Daniel und findet heraus, ob das Ganze für ihn was ist oder einfach nicht. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht so langweilig mit diesen ganzen vielen Nachrichten und mit einfach nur irgendwelchen Zahlen und sonst gar nichts. Wenn es euch was gebracht hat, lasst doch einfach mal ein Like da. Schreibt doch mal unter das Video, weil da hilft ihr mir auch wieder, ob das überhaupt Sinn macht, wenn ich am Montag so einen trockenen Wochenüberblick mache oder wollt ihr es einfach ganz was anderes haben. Schreibt mir. Lasst ein Like da und wir hören uns wieder morgen. Ciao, ciao.